und Super Ariane mit Schwerlast ins All. Der Dreisat-Wissenschaftsabend geht weiter mit drei Reportagen über den Wolken. Der Airbus 380 ist das größte Passagierflugzeug der Welt und wird von den leistungsfähigsten Triebwerken angetrieben, die je für ein vierstrahliges Passagierflugzeug gebaut wurden. Der A380 wird an 16 Standorten in Europa gefertigt. Die Rumpfsektionen zum Beispiel kommen aus Deutschland, das Cockpit aus Frankreich und das Höhenleitwerk aus Spanien. Der Koloss verspricht, eine Erfolgsgeschichte für Airbus zu werden. Knapp 160 Bestellungen gibt es bereits für das Flugzeug. Bei der Gründung des Konzerns in den 60er Jahren deutete wenig auf den späteren Erfolg hin. Die Motivation der europäischen Gründungsväter war eher politisch als wirtschaftlich. Die Regierungen, zunächst die französische und die deutsche, hätten das Projekt nicht so unterstützt, wenn es nur um wirtschaftliche Fragen gegangen wäre. Sie wussten genau, dass die Luftfahrtindustrie eine überragende Symbolkraft hat. Sie demonstriert die Leistungsfähigkeit von Nationen. Um Europa in der Welt zu positionieren, war eine blühende kommerzielle Luftfahrtindustrie fast schon eine Voraussetzung. Dann auch noch das größte Passagierflugzeug aller Zeiten zu bauen, soll die Krönung des Erfolgs werden. Die Anstrengungen dafür sind enorm. Die einzelnen Bauteile müssen quer durch Europa transportiert werden. Es ist eine große logistische Herausforderung. Und es ist ein Schritt weg von herkömmlichen Transporten innerhalb von Airbus. Normalerweise wird die Beluga eingesetzt, unser Transportflugzeug. Aber wegen der Größe der einzelnen Komponenten der A380 ist das diesmal nicht möglich. Also werden wir die Teile auf dem Seeweg und über die Straße nach Toulouse bringen. Bei einem Testtransport in Frankreich wurde geprüft, ob das Mammutprojekt A380 reibungslos vonstatten gehen kann. In der riesigen Endmontagehalle in Toulouse laufen alle Wege zusammen. Der A380 ist groß und sehr schwer. Über 500 Tonnen wiegt der Flieger. Bei reiner Economy-Bestuhlung passen 853 hinein. Aufgeteilt in Economy, Business und Erste Klasse wird er 555 Passagieren Platz bieten. Die Fluggesellschaft allein entscheidet über die Ausstattung. Um so viel Gewicht in die Luft zu bringen, werden die größten Tragflächen gebaut, die je für ein ziviles Flugzeug produziert wurden. Broughton in Wales. Hier werden die Flügel des A380 produziert. Ein einzelner Flügel ist 45 Meter lang, die Flügelfläche mit 845 Quadratmetern gewaltig. Höchste Anforderungen an Form und Material sind bei der Konstruktion gefragt. Die A380-Flügel, die wir derzeit produzieren, sind doppelt so groß wie alle anderen Flügel, die wir je hergestellt haben. Sie bestehen aus konventionellen Materialien und neuartigen Verbundstoffen. Diese Kombination ist sehr wichtig, um Gewicht zu sparen und ein Flugzeug dieser Größe in die Luft zu bekommen. Der Jungfernflug, der wegen technischer Probleme mehrfach verschoben werden musste, fand am 27. April 2005 in Toulouse statt. Unter den Schaulustigen sind auch Mitarbeiter von Airbus aus Deutschland, die für das Spektakel extra angereist sind. Ein Jahr Arbeit und ich bin super froh, dass das geklappt hat. Also perfekt. Die Flugroute des Jungfernflugs führt am Nordrand der Pyrenäen in 3500 Meter über dünn besiedeltes Gebiet. Sicherheit geht über alles.
Auf den Aufstieg in höhere Regionen verzichtet die Crew. Eine Warnleuchte zeigt eine nicht geschlossene Fahrwerksklappe an. Fälschlicherweise, wie sich später herausstellt. Ansonsten funktioniert die Maschine absolut perfekt, meldet der Captain aus dem Cockpit. Hier in Toulouse hängt jeder dritte Arbeitsplatz direkt oder indirekt vom Erfolg des Luftfahrtkonzerns Airbus ab. Dieses Exemplar des A380 wird nicht verkauft werden, denn es steht speziell für Tests zur Verfügung. Am 29. Oktober 2005 wurde der internationale Flughafen Frankfurt als erster Flughafen zur Durchführung von Abfertigungstests angeflogen. Dabei kam es zum Streit über die Geräuschemissionen. Der Airbus soll im Landeanflug lauter gewesen sein als ein Jumbojet. Der Frankfurter Flughafen ist baulich bereits für den A380 gerüstet. Umweltschützer protestieren gegen die Pläne von Fraport, eine neue Landebahn und einen dritten Terminal zu bauen. Eine weitere Kritik am Riesenflieger, er mache zu viel Wind. Die Verwirbelungen, die der Koloss hinter sich herzieht, man spricht dabei von einer Wirbelschleppe, könnten für nachfolgende Flugzeuge sehr gefährlich sein. Je schwerer ein Flugzeug ist, desto stärker sind diese Wirbel. Wirbelschleppen sind vor allem beim Anflug auf Flughäfen ein Problem. Leichte Maschinen müssen hinter schweren einen Abstand von über 11 Kilometer einhalten, damit sie nicht in deren Wirbelschleppe geraten. Beim A380 muss dieser Abstand möglicherweise noch vergrößert werden. Das schränkt die Kapazität von Flughäfen stark ein. Mit dem A380 erreicht die bisherige Bauweise von Flugzeugen, eine Röhre mit Flügeln dran, nach Einschätzung vieler Experten die Grenzen der technischen Machbarkeit.